Hallo Leute, ja, wir sind hier im Lager. Ich habe letztes Mal ein bisschen was gemacht. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist hier hinten ist noch ein Ei drin. Das habe ich nicht ausgebrütet. Das wollen wir wohl zusammen machen, denke ich mal. Nach dem Logo schauen wir zu, was in dem Ei ist. So, dann wollen wir das mal ausbrüten. Wir haben leider keine Eier mehr. Das heißt, die müssen wir auch besorgen. Ungenutzt. Hangiu heißt der. Keine Ahnung, was ein Hangiu ist, den hatten wir wohl noch nicht. Schauen wir gerade in der Palbox, dass wir den hier finden. Hangiu. Da ist er. Also da muss ich draufbleiben. Na super. 40 kann er nur, er ist nicht viel. Was hat er so? Handwerk 1, Säen oder Pflanzen 1 oder Ernten. Weiß nicht, was die zwei Blätter sind. Ich glaube, es ist Ernten. Und 2 beim Tragen. Okay, das heißt, der ist eigentlich schon fast über. Wir müssen jetzt gucken, dass wir halt Eier finden, ne? Hier gerade beim Essen nochmal reinschauen. Wie viel ist da fertig? 4 Portionen. Haben wir rausgenommen. Können wir hier einen Trog tun, dann kriegen die ein bisschen mehr Gei. Dann sind die auch viel lieber unterwegs. Passt. Ich habe schon alles aus dem Rucksack raus. Das heißt, wir reisen mal irgendwo hin, wo wir ein bisschen Rabatz machen können oder sowas, ne? Vielleicht finden wir nebenbei auch ein Ei. Hier zum Beispiel könnten wir King Paka machen. Entweder dahin oder dahin. Ich glaube, das hier ist höher und dann können wir da runterfliegen, ne? So, und dann müsste er hier irgendwo sein, ne? Gewehr raus. Und wir haben eine Armbrust noch ausgerüstet. Machen wir das Gewehr, da ist er schon. Wir holen unser Wollknäuel raus, weil den wollen wir ja testen. Und dann sind das seine Gefährten wahrscheinlich, weil das sind ja auch Packers, das sind ja Mel-Packers. Dann schießen wir erstmal Mel-Packer an. Es ist wieder kein Dingens ausgerüstet, kein Gewehr. Flauschiger Schild. Keine Ahnung, wie der flauschige Schild funktioniert. Auf jeden Fall macht er ja nichts runter, glaube ich. Kann das sein? Aha, sehr interessant. Ist ja so besser. Nicht wirklich. Pack ihn weg. Ich glaube, ich muss mal ganz schnell hier weg. Wo ist der andere? Kommt der hinterher? Ich hoffe nicht, ne? Also der hier, der taucht dafür nicht. So, jetzt greift er den endlich an, ey. Vielleicht ist hier eine gute Stelle, weil dann kann er nicht schießen, bleibt da oben und ich kann immer schießen, oder? Keine Munition mehr, kann das sein? Keine Munition mehr. Shit. Wo ist er? Okay, der hing da fest und ist dann weggespawnt wahrscheinlich, ne? Jetzt hat er mich erwischt. Und der hat mich erwischt. Ne, mein Kompagnon hat ihn erschlagen jetzt. Super. Und was habe ich gekriegt? Eine Kerze um dich. Antikes Bauteil. Dreimal. Sehr gut. Okay, dann haben wir den jetzt hier geschlagen. So, hier noch irgendwelche schicken Sachen, die wir vielleicht aufsammeln können. Eher nicht, ne? Gut, das heißt, wir müssen gucken, wie wir zurückkommen, weil es wird dunkel. Von hier nach da. Kleines Dorf oder von. Ja, da sind wir ja runtergeflogen. Das funktioniert ja nicht. Vielleicht können wir auch hier zum Turm dahin. Warte mal, dieses schrägen Hoch, da ist doch immer oben so ein Ei drauf, ne? Gucken wir doch mal. In der Hoffnung, dass wir hier jetzt auch eins finden. Weil wir brauchen ja noch ein Ei, ne? Ist das ein Liftmank? Den würden wir auch noch brauchen. Aber der haut sowieso ab, oder? Ja. Aber hier oben, da drüben ist sowas was Grünes, oder? Kann das sein? Oh Mann, schade. Von hier aus kommen wir da nicht so hin.
Hier oben sieht es danach aus, als ob da oben auch was ist. Ja, hier ist auf jeden Fall ein blitzendes Ei drauf. Und wir wollen schon. Oh, da unten ist eine Statue. Cool. Da müssen wir noch hin. Ja, wie kann ich denn jetzt hier runterkommen? Und jetzt sehe ich nichts, machen wir Fackel an. Aber ich stehe irgendwo an der Mauer. In der Kirche. Ach so, hier kann ich. Okay. Öffne eine Kiste, Goldmünzen, Brot, alter Bogen, Bauplan 1x1. Und es wurde ein Schlüssel verbraucht dafür. Okay, das ist nicht so doll. Ah, hier ist die Statue. Auf geht's. So, dann haben wir schon wieder einen Endgegner geschafft, den King Packer. Wir gehen aber jetzt hier hin, damit wir brüten können. Und dann ist es sowieso dunkel, da können wir auch gleich schlafen gehen. Ei da rein, gucken, was da nachher rauskommt. Und ja, schlafen. Schlafen ist immer wichtig. Gut. Erstmal schauen, dass wir hier was loswerden. Bauplan, alter Bogen. Brauche ich nicht, glaube. Rot schön und gut. Das Leder kann da rein. Der Rest hier noch rein. Holz haben wir auch noch. Und wir haben keine Munition mehr für unser Gewehr. Das ist schon mal, oder unsere. Was war das? Eine Schrotflinte, ne? Ne, Muskete ist es. Das ist schon mal schlecht. Hier sind wir durch. Geht hier noch was rein? Nicht wirklich. Wo sind die Bauteile? Hier, das ist noch was. Armbrustbauplan 4. Das Rezept für Armbrust legendär frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von höchwertigen Werkbank gefertigt werden. Was ist der Unterschied zwischen der Art und der, die wir schon haben? Das ist ja nur eine normale gewöhnliche und das ist eine legendäre. Vielleicht sollten wir das mal schauen, dass wir das hinkriegen. So, hier in den Kasten Dreischussbogen. Aber wir wollen ja eine Armbrust. So, was haben wir jetzt hier? Keine Bauteile? Pistolenmunition. Ne, die brauchen wir nicht. Brot können die gleich essen. Hier ist nichts drin. Irgendwas ist ja. Ach so, wir hatten hier nicht beide Kisten aufgemacht, nur eine, ne? So ist es wohl. Die zweite hier müssen wir noch aufmachen. Da sind wahrscheinlich die Teile drin. Ne? Genau so ist es. 8. Für die Laterne brauchten wir, glaube ich, 10, ne? Der Puschel kommt da auch noch hin. Erzielt beim Händler einen guten Preis. Eigentlich müssen wir den verkaufen, ne? So, und wenn ich jetzt das aufmache und kann ich dann jetzt hier den Bauplan mal bauen. So kann ich ihn nur umsetzen. Wie kann ich den denn bauen, bitteschön? Muss ich dafür an die Werkbank? Das ist hier die Waffenwerkbank, naja. Ach ja, irgendwie war das so, ne? Man muss gewöhnen. Und hier ist die legendäre. Da schalte ich die frei. Stein 270 brauche ich da. Metallbarren 67, Nagel 33 und 12 antike Bauteile wieder. Das ist wieder unser Problem, ne? Und dann weißt du immer noch nicht, wie gut die ist, ne? Hier ist die Pistole. Was braucht die denn? Metallbarren 35. Haben wir auch nicht genug. Können wir hier noch welche rausholen? Ja, aber 13 waren jetzt auch nicht, glaube ich, genug, oder? Aber Pistolenkugeln haben wir nur 8, ne? Was war das? Feuerpfeilarmbrust. Oma Stein und Feuerdrüsen.
Dann müssen wir noch Feuerpfeile bauen dann. Hier fehlt mir das Schießpulver. Und da braucht man immer Feuerdrüsen für. Das ist auch nicht so gut. Also die Armbrust wäre schon cool. Allerdings so viele Bauteile dafür opfern, ne? Das ist das Problem. Gut. Wie ist hier mit Lagerverbesserung? Ist noch weite Ferne, ne? Ja. Da kennen wir uns auch gar nicht mit aus. Lassen wir gerade hier das tauschen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die hier noch in der Hand haben sollen. Okay, da haben wir jetzt keine Munition, da macht das keinen Sinn. Das können wir weglegen, das bringt uns gerade nichts. War das hier? Ich glaube, hier machen wir das rein. Ne? War es vielleicht nicht, aber wir können das hier reinlegen. Die arktische Tracht gewöhnlich. Wir können noch das Brot hier reinpacken. Ah, da gibt es sogar Guy 4 für. So, haben wir auch diese noch, die Barren, die müssen wir auch noch abliefern. So, das ist erstmal alles gut einsortiert. Es geht ja schon die Frage, ob du die überhaupt mitnimmst. Oh, die Pfannkuchen sind fertig. Ach so, das Ding ist schon voll, auch gut, ne? Dann machen wir das so. Die Barren müssen noch irgendwo rein. Waren die hier irgendwo drinne? Weiß ich nicht, können aber hier rein. Eistechnikfrucht, Eischnitter. Wassertechnikfrucht, Blubberschuss. Schwache Medizin. Das ist alles erledigt erstmal. Gut. Lass mal bei Technik gerade gucken, ob wir da was machen können. Vierer haben wir und zwei, auch zwei haben wir sogar, okay. Aber ich will ja die Dingens hier bauen, die Laterne bauen, ne? Den will ich nicht. Normaler Futtersack hier, die haben wir schon ausgewählt. Neun Feuerdrüsen fehlen und antike Bauteile fehlen noch zwei. Feuerdrüse wären 9 Stück. Kriegen wir die irgendwie beim Händler? Hast du was für mich? Ja, er hat Feuerdrüsen. Warte, mit Feuerdrüsen kann man auch Feuerpfeile bauen. Eigentlich müssten wir das dann machen, ne? Mehr kann man wohl nicht kaufen, oder was? Ah, ne, hier 5000 Gesamtbetrag, okay. Lass uns mal das kaufen, nur. Braucht man das Giftdrüsen auch irgendwo für? Ich weiß es nicht mehr. Machen wir erstmal so. So, das haben wir erledigt. So, was hatten wir da mit der Werkbank zu bauen? Enthaken nicht. Pistole nicht. Feuerbogen wollten wir nicht. Feuerpfeil, Armbrust. Da brauchen wir jetzt noch ein paar Steine. Und die Feuerpfeile kann man hier nicht bauen. Wohl nicht, die ist an der normalen Werkbank bestimmt. Gut, ist das Ei da schon fertig? Nee, ne, oder? Oh, doch, können wir ausbrüten. Direhole, okay, da braucht man auch noch welche von. Und wenn mich nichts täuscht, haben wir keine Eier, ne? Nee. Gut, das haben wir. Können wir jetzt den Feuerarmbrust bauen? Ja. Das ist eine gewöhnliche. Ich weiß aber nicht, was die kann. Ich produziere die jetzt einfach oder lass die produzieren. So, Pfeile. Was ist hier? Da sind Feuerpfeile. Ich kann 4 Stück bauen. Na super. Also vier, das sind dann 20 Pfeile, oder? Ja. War jetzt nicht so viel, ne? Das dauert recht lange, da müssen wir warten. Was können wir wegpacken? Hier sind nur 11 Feuerdrüsen. Wieso konnte ich keine bauen? Dann fehlten andere Rohstoffe fürs Bauen. Warte mal, das kriegen wir doch nochmal gewiss geklärt, oder? Was fehlte denn zum Pfeile bauen? Ach, Stein fehlte, okay. Gerade respawned. Komm, ich trage das für euch, weil ihr tragt immer nur einen. Das dauert mir zu lange.
Okay, die werden schon gebaut, dann legen wir hier hin. Und dann können wir noch reichlich Pfeile machen. Na, reichlich ist auch nicht so. Feuerdrüsen 12, okay, 12 mal das, das sind 60, ne? Ja, okay, dann geht's vielleicht mit den Pfeilen. Ist dann nur die Frage, was die Armbrust bringt. Aber der hat die noch immer zur Hälfte fertig, okay. Haben wir hier was zum Bauen? 2, okay. Das ist nicht viel. Hier noch was Besonderes bauen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Über Sphären haben wir. 132, sollen wir erstmal mit klarkommen. Gut, hier ist erstmal alles prima. Können wir noch was wegstecken oder müssen wir vielmehr noch was wegstecken? Auf jeden Fall. Den da rein. Da rein. Die Steine sind hier nirgendwo drin. Das heißt, weiter gucken. Da ist Platz, dann kommen sie da rein. Was haben wir hier? Mittelgroße Palseele. 2. Die können auch hier drinnen bleiben und wir machen das von hier aus mit dem. Vielleicht können wir da was einem was geben. Das reicht nicht für uns, sondern wir müssen V drücken. Und dann würde ich gerne ihm ja was gönnen, weil der ist ja eigentlich richtig gut. Ne? So, da braucht man 4 bei dem. Ja, aber da kann man sowieso momentan nichts machen bei dem. Weil der müsste erst das haben. Und der hat mir ja gerade eben Joe bei dem Dingens da was gebracht, ne? Gut. Hier nehmen wir mal gerade schon ein paar Pfeile raus. Wie weit ist die Armbrust? Hier sind 20 Pfeile auch noch drin. Die wird nicht fertig. Wenn ich da mithelfe, wird es dann schneller fertig. Ja, so können wir warten. Wir sind Level 26. Okay, wann sind wir da aufgestiegen? Jetzt gerade. Okay, dann werden wir das mal gucken, dass wir das hinkriegen. So, da ist unsere Feuerarmbrust. Jetzt bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen, was die kann. Angriff 280. Alter, nur. Ach so, dann kommt vielleicht noch der Feuerschaden da drauf, ne? Das heißt, die könnte ich eigentlich ja nicht hier lassen, weil da, ne? Was ist der Unterschied zwischen denen jetzt und denen? Ja, der brennt und wird wahrscheinlich noch zusätzlichen Schaden dadurch verursachen. Ja, ist halt so. Haben wir ziemlich viele Ressourcen vielleicht reingesteckt, die gar nicht nötig waren. Also ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass der nicht 280 Schaden macht, sondern vielleicht 350 oder sowas. Aber naja, vielleicht ist es mit dem Feuerschaden ja doch noch was Wichtiges, weil der läuft wahrscheinlich auch weiter runter, während wir ne, den nur angezündet haben. So, hier ist nichts. Irgendwie was machen wir mit der Torte auch, ne? Brauchen wir Mehl und Honig. Honig haben wir nur eins, leider. Gab es Honig beim Händler? Ich glaube nicht, ne. Gut. Warte, wir hatten Level Up. Das heißt, wir können hier Werte erhöhen. Dann haben wir einen Punkt. Mehr tragen. Mehr LP oder Angriff. Angriff, muss ich ganz ehrlich sagen, war bis jetzt so, wo ich denke, so, das ist es nicht gewesen. Ich würde jetzt die LP tatsächlich machen. Okay, der füllt neu auf. Wir haben 1250 insgesamt, da kam jetzt noch was zu durch Rüstung wahrscheinlich. 48 zu essen haben wir noch, das ist auch okay. Technologiebaum. Wir waren noch Level Up, da muss doch jetzt hier unten noch was sein, ne, oder? 26. Okay, wie viel haben wir? 10 Punkte hierfür. Stationäre Armbrust. Setz ein Pal, der ein Handwerk beherrscht, auf die Armbrust, um dein Lager zu verteidigen. Okay, das machen wir. Ein Bauwerk. Kann man das bauen? Eine Stehlampe. Und das ist ein Generator. Speichert Strom, denn Elektropalserzeugung wird benötigt, um Elektrostrom. Den machen wir auch. Das ist jetzt das Einzige, was da mit Strom erstmal läuft. Aber da haben wir hier nachher ein Fließband. Da brauchen wir bestimmt auch Strom für. Und das war ja auch eine Aufgabe, ne? Was ist aber mit Fließband? Gute Frage, ne?
Hier in dem Lager am Fließband bauen erscheint mir nicht so praktikabel. Wir könnten mal unsere Rüstung gerade prüfen. Auch fertig machen. Da fehlt dann der erste Metallbau. Die Muskete können wir auch noch fertig machen. Die Armbrust fehlt Metallbauen, genauso wie hier. Drei Metallbauen fehlen. Haben wir die schon vielleicht hier aufgegeben? Nee, ne? Ne, können wir da noch welche aufgeben? Zwei leider nur. Das heißt, wir brauchen Eisen. Stopp. Ei war keins mehr da, müssen wir auch besorgen. Also, das würde bedeuten, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich fahre mal zwischendurch Eisen und vielleicht kriege ich auch das eine oder andere Ei.